Yeah, meine Freunde, alles fit bei euch? Naja, bei mir nicht so. Ja, ihr seht es ja schon, meine Haare sehen aus wie verwurstelt, deswegen trage ich gerade eine Kapuze. Folgendes, und zwar, es geht darum, dass ich im Moment ziemlich viele Probleme habe, private Probleme, und ich muss die erstmal im Griff kriegen. Solange werden erstmal keine Videos kommen. Und zwar, ja, ich entschuldige mich erstmal dafür. Ich hoffe, dass ich die Videos so schnell wie die Probleme so schnell wie möglich in den Griff kriege. Es betrifft ja, meine berufliche Zukunft. Und ja, ich muss erstmal abwarten, was da noch so alles kommt. Und ja. Ich entschuldige mich dafür, auch wie ich jetzt hier gerade so aussehe. Ja. Was gut, gibt's da noch großartig zu sagen? Tut mir auf jeden Fall leid. Kann man nichts dran ändern. Wie gesagt, also ich habe gestern einen riesengroßen Schock gekriegt, deswegen kamen auch gestern keine Videos von mir. Ich konnte nicht aufnehmen. Ja. Es ist ziemlich hart, was ich da gestern an Nachrichten gekriegt habe. Es könnte sein, dass ich bald arbeitslos bin. So viel sei gesagt. Ich hoffe nicht, dass dieses passiert. Was im Großen und Ganzen passiert ist, möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass diese Probleme bald behoben sind. Und ja, sobald sie behoben sind, dann werde ich auch wieder aufnehmen, hochladen und für euch da sein. Natürlich bin ich auch nach wie vor für euch da, das ist gar kein Problem. Ihr könnt mir weiterhin Kommentare schreiben. Wenn mein Arbeitskollege wieder gesund sein sollte, irgendwann mal, der hat im Moment rechts auf der rechten Seite, auf der linken Seite beides Tennisarme, jetzt sagt der eine oder andere, wie soll er nicht so viel wichsen? Ja, das habe ich auch schon gesagt. Nein, aber ich war gestern zu Besuch bei ihm und es sieht gar nicht gut aus. Also die Arme, er könnte mit den Armen schon als Sumo-Ringer durchgehen. Also es war schrecklich mit anzusehen. Ja, das kommt noch erschwerend dazu. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Deabonniert mich bitte nicht. Ich muss meine Probleme erstmal in den Griff kriegen, bevor ich hier irgendwie weitermachen kann. Und ja, wie gesagt, wenn mein Arbeitskollege wieder fit ist, dann werden wir auch mit Generals mal weitermachen. Company of Heroes wird mal wieder kommen. Aber er muss erstmal wieder fit sein. Und diese Probleme betreffen nicht nur mich, es betrifft auch meinen Arbeitskollegen, die Leute, die überhaupt da sind, die alle betrifft das. Ich möchte nicht so viel verraten, ansonsten reite ich mich noch weiter in die Scheiße rein, darauf habe ich keine Lust. Deswegen sollte das jetzt erstmal für den Anfang reichen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Man sieht sich definitiv bald wieder. Dafür garantiere ich. Mit meinem Arbeitskollegen oder ohne meinen Arbeitskollegen, wir werden sehen. Aber so viel sei gesagt. Ihr seid top. Bis bald. Haut rein, also. Tschüss.